Moin Leute und willkommen zurück bei Sons of the Forest. Ja, in der letzten Folge sind wir am Ende erstmal hier wieder angekommen, weil wir wurden gerade, also beziehungsweise gestern wurden wir von unseren Nachbarn erschlagen und mussten ja, uns erstmal wieder zurückkämpfen. Aber wir haben es überstanden und dann geht das Bauen auch schon weiter. Was wir ja letzte Folge leider nicht geschafft haben, ist, dass wir die Wände abgeschlossen haben. Wir haben hier noch ein paar Wandelemente, die wir unbedingt machen müssen, bevor wir mit dem Dach anfangen können. Und das würde ich sagen, nehmen wir ja als erstes gleich in Angriff. Es ist ja auch schon bald Abend. Ich guck mal, wie spät. Ja, kurz vor 5. Ich würde sagen, wir machen noch, ich glaube, ein Wandstück fertig und dann sollten wir uns auch, glaube ich, schon hinpacken können. Und morgen können wir auf jeden Fall auch schon mal das Aloe Vera ernten. Ne? Wo wir allerdings auch, glaube ich, die Beete so langsam hierher holen können. Weil, ja, auch wenn das Hausboot noch nicht fertig ist, wenn wir hier erstmal unsere Grundbase sozusagen haben. Ne, dementsprechend wäre das ja sinnvoller, wenn wir das alles da vor Ort haben. So. Ja, noch 1, 2, 3,0. Jetzt 3,0 Wandelemente noch. So. Ja, komm. Eine Wand schaffen wir noch. Ist da noch ein bisschen hell? Okay, auch wenn ich mich anhöre, als wäre ich Kettenraucher. So, ja, aber ein Wandelement schaffen wir auf jeden Fall. Und dann mal schauen. Also wir brauchen morgen auf jeden Fall extrem viel Holz. Also wir müssen hier Pfeiler ohne Ende bauen. Und dann müssen wir ja erstmal das Dach decken. Also ihr habt ja gesehen, was das hier für eine Arbeit war. Ich weiß gar nicht, ob wir das in einer Folge schaffen, aber ja, ich sag mal, schauen wir mal. So, Kevin füllt noch fleißig auf. Sehr geil. Haben leider keinen Fisch mehr, sehe ich gerade, aber ich habe nicht darauf geachtet, sind hier die. Auch die sind die Spawn, schade. Wir wurden angegriffen, als wir angegriffen wurden und bevor wir niedergeschlagen wurden, hatten wir eigentlich. Nein, ich will von unten nach oben. So, hatten wir eigentlich zwei Leute gekillt und hatten die hier hingepackt. Die wollte ich ursprünglich einmal entgliedern, um ja, Arme und Füße zu verarbeiten. Naja. Aber hat er wohl nicht so ganz geklappt, ne? Egal. War nicht das letzte Mal, dass wir angegriffen wurden. Denke ich mir mal, ne? So, zwei Wandelemente noch. Ich sag mal, eins schaffen wir definitiv noch vorm Schlafen gehen. Und dann heißt es morgen einfach nur das nächste. Also, guck mal, zweimal noch laufen, oder? Na, obwohl, es wird ja jetzt schon dunkel. Nein, aber die zweimal, die schaffen wir noch. Auch wenn wir kaum Energie haben und wenn wir hecheln wie sonst was. Aber wir gehen einfach mal langsam. Okay, aber bringt da auch eigentlich nichts. So. Ja. Das eine Mal, das können wir auch noch gehen. Und dann heißt es morgen Aloe Vera ernten und diese andere komische Pflanze, die wir für die Gesundheitsmischung brauchen, an Pflanzen. Weil klar, Aloe Vera ist wichtig, aber nicht nur. Nur mit Aloe Vera können wir leider gar nichts machen. Ja, dann. Da habe ich einen vergessen. Auch wenn es Blödsinn ist, ich mache es trotzdem so. Nein, das lassen wir jetzt. Bauen wir vielleicht ein trockenes Stell noch einmal zu Ende. Sehr gut. Der passt nicht. Okay, das Knochengestell. Dann speichern wir einmal, würde ich sagen. Und dann hauen wir uns aufs Ohr. Und wir müssen dringend trinken. Krass, dass ich
kochendes Wasser mit der Hand aus einem Topf nehme. Ne? Das ist, ja. Das mache ich, das ist mein Hobby. Das mache ich übrigens auch mal so ganz gern. Essen. Haben wir erst bei den Nachbarn ein paar Dosen Katzenfutter mitgehen lassen. Da hauen wir uns auch gleich mal zwei Dosen rein. So, und rein damit. Und damit auch gleich rein. Komisch, wie unnahhaft das ist. Oder wir finden das Zeug einfach so geil, dass wir einfach mehr essen wollen davon. Hat drei Dosen Katzenfutter und es gab mal halb voll. Das ist, ja. Also eine Tagesration sind 6 Dosen Katzenfutter. Ja, okay, obwohl man sagen muss, man verbraucht ja auch viele Kalorien, ne? Also, wenn wir hier Baumstämme durch die Pampa schleppen und alles, da verbraucht man viel Kalorien und da muss man auch eigentlich extrem viel essen. Aber ich finde es dennoch, naja, ich sag mal etwas übertrieben. So, jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir das machen. Ja, wir machen, ziehen erstmal die Wand und danach bauen wir eine andere Konstruktion. So. Nochmal Ausdauer wieder aufladen lassen ein bisschen. So, und zwar müssen wir ja... Ja, also hier soll ja die Treppe nicht bleiben. Ich möchte eigentlich ursprünglich... Dass die Treppe, na, ich weiß noch nicht, vielleicht da in der Ecke oder hier daneben. Also ich werde erstmal die Wand bauen und dann werde ich euch zeigen, wie ich mir das so gedacht habe. Na, hast du wieder das angeschleppt? Schon wieder Aloe Vera. Ich hoffe, das hast du nicht aus dem Behälter genommen. Danke. Aber wir können ja auch mal gucken, weil ich glaube, wir können das wirklich ernten. Tada! Sehr geil. Das ist meins. Finger weg von meinem Beet. Also die hat das wirklich, bei uns rausgepflückt. Und verschenkt und schenkt uns das dann wieder. Also sie hat uns eigentlich dann unsere eigenen Sachen geschenkt. Ah. So, mal gucken. Wir brauchen... Was brauchen wir denn? Guarana. War das Wegwarte? War das das hier? Nee, Pfeilblattsamen waren das, ne? Ja. Dann pflanzen wir jetzt einmal nur Pfeilblattsamen. Ach, da hatten wir nur einen Samen. Okay, dann Planwechsel. Dann hauen wir das hier nochmal mit Aloe Vera voll. Was man hat, das hat man. Und ich glaube nicht, dass es irgendwie schlecht wird oder verdirbt. Also noch nicht. Also das könnte ich mir eigentlich fürs nächste Update vorstellen. Weil da man jetzt auch dreckiges Wasser abkochen muss und alles, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das eine oder andere Lebensmittel in irgendeiner Form verderben kann. Also klar tut es, hier das Fleisch zum Beispiel. Aber ich denke auch mal, dass das so Pflanzen wegrotten können, oder? Was meint ihr? Was erwartet ihr vom neuen Update? Na, also in einem Monat gibt's. Ich weiß auch gar nicht, ob das letzte Update ist, was kommt. Auf jeden Fall schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon erwartet und was echt cool wäre, für eine Funktion zu haben oder so. Oder was auch total beschissen wäre. Weil man kann natürlich auch durch, in Anführungszeichen, Verbesserungen kann man auch Sachen verschlimmbessern. So. Dann machen wir einmal so. Ja, hauen wir das erstmal hier rauf. Und dann machen wir Folgendes. Genau, wir nehmen da erstmal einmal... Genau das wollte ich. Alter. So. Okay, das ist ein bisschen buggy.
den ganz unten rausgenommen? Ich habe keine Ahnung. Wir packen ihn, glaube ich, erstmal hier hin. So. Ich sollte die Axt mal einstecken, sonst haue ich hier das selbst noch irgendwie kaputt. So, wir wollen jetzt... Ja, genau. Das Bett wollen wir haben. Weil dann können wir jetzt Folgendes machen. Machen nämlich so. Wieso kann ich das nicht nehmen? Ist das kaputt oder warum kann ich das nicht nehmen? Ich hoffe, es ist kaputt. Also wenn das jetzt irgendwie verbuggt ist und wir das nicht mehr wegnehmen können, ey, das wäre... Ich muss das kaputt hauen. Ach, dann stürzt das zusammen, ne? Machen wir einmal so. Und dann hau ich das kaputt. Okay, das war auch nicht so geplant, aber das ist egal. So. Ah, ich glaube, hier haben wir den Stamm weggenommen, oder? Kann das sein? Nee. Ich stelle hier einfach nichts mehr in Frage. Dann können wir schon so machen. Dann nehmen wir hier einmal ein paar Bretter wieder weg. Und packen die schon mal oben rauf. Wollen wir die andersrum machen? Oder so rum? Ja, wir machen die wieder immer noch so rum. Ich glaube, wenn das so ein einheitliches Muster ist, ist es geiler, als wäre das ein bisschen kreuz und quer. Sehr gut. Dann packen wir das wieder dahin. Und... Ach, jetzt kommen wir ja nicht mehr... Egal. Schwimmen wir eben ein bisschen. So. Dann haben wir uns den nächsten Holzstämme. Boah. Und ich würde mal sagen, das hat schon was, ne? Also hier ist quasi der Übergang zu unserem Booten. Und... Na, wollen wir hier schon die Treppe machen? So gerade? Aber können wir überlegen, ist das gut, wenn die Treppe so gerade wäre oder würde das geiler aussehen, wenn die, wenn es hier noch, sag ich mal, ein Stück reingehen wird und dann hier so schräg runter? Wisst ihr, wie ich meine? Nee, so wollte ich auch nicht haben. Ich bin noch ein bisschen unsicher. Also ich kann ja hier einmal die Treppe bauen, aber falls ihr meint, das würde anders besser aussehen, können wir das natürlich auch anders machen. Aber ich hole erstmal jetzt nochmal ein paar Stämme, damit wir Dingsen hier das schnell, damit wir die Treppe vervollständigen können. Und dann haben wir schon fast einen kompletten Raum, ne? Also, Wände stehen schon. Fehlt noch die Decke. Ja. So langsam fühle ich mich hier heimisch. So. Oh, das wird so hammergeil, wenn das... Ich glaube, ich nerv euch schon damit, ne? Kann das sein? Jede Folge immer, es ist geil, wenn es fertig ist. Nein, aber es ist wirklich geil, wenn es fertig ist. Glaube ich doch. Sieht das gut aus? Nein. Tut es nicht. Ja.
Dann können wir eigentlich schon anfangen, ja, hier die Stämme hinzusetzen. Und wir können gleich Calvin Bescheid sagen, dass er uns einmal folgen soll. Und dann schauen wir mal, ob er, ja, mit aufs Hausboot kommt. Also ich bezweifle es etwas. Also es kann sein, dass es eventuell hier an dieser Lücke liegt. Ja, obwohl ich habe das echt mit Absicht gemacht, damit wir das Boot, sag ich mal, komplett autark bauen können. Warte mal, mach mal einmal einen hier. Ach, die muss. Dann müssen wir die doch erstmal mit Balken fixieren. Egal, das wird ein bisschen umständlicher, das Bauen, aber. Nee, Moment mal, Moment mal. Okay, jetzt ist er schon wieder weg. Den brauchen wir doch eigentlich gar nicht, bin ich doof. Ich wollte das doch eigentlich so machen wie unten, dass wir einfach nur. Ja, den kann ich dir wegnehmen. Sehr cool. Und dann setzen wir hier wieder einen hin. Was könnt ihr auch mit dem machen, oder? Ja, genau. Und so geht es dann immer weiter, bis wir oben auch, sag ich mal, alle Querträger, sag ich mal, haben. Und dann habe ich keine störenden Baumstämme im Raum. Das ist immer, sag ich mal, ja, was heißt Platzverschwendung? Es sieht nicht ganz so geil aus, finde ich, ne? So. Okay. Und wir befehlen ihn gleich mal, befehlen. Nein, wir beauftragen Calvin gleich einmal, dass er auch die Fischreusen zu Ende baut. Das wäre schon cool, wenn wir mal frischen Fisch haben, nicht? So. Okay. Ja, ich muss dann. Wieso kann ich den jetzt nicht abbauen? So, dann kann ich den abbauen. Das ist ja ein bisschen doof. Muss ich das echt in einer bestimmten Reihenfolge machen? Oh nee, also. Kann das sein, dass es nur möglich ist, dass die Balken drei Dinger lang sind? Also ihr wisst, was ich meine. Müssen wir überlegen. Eigentlich reicht es doch, wenn wir nur einen hier haben, oder? Nein, das wollte ich immer noch nicht haben. Können wir den austricksen, indem wir den vielleicht stabilisieren? Da holen wir uns mal einen halben Balken. Ach, die sind alle so fleißig hier. Okay, die wäsche ich wieder mit Steinen. So, nehmen wir die mal mit. Dann gucken wir mal. Cool wäre es auch, wenn wir hier so eine Art, ja, Tor hätten. Naja, nee, okay, das geht nicht. Überlegen.
Weil ich möchte ja auch nicht hier mitten im Raum die ganzen Dinger hier haben, ne? Machen wir erst einmal so. Holen wir einfach den nächsten jetzt. Und ich merke gerade, wir müssen schon wieder was essen gleich. Und da haben wir dann auch schon ein Problem. Ohne Handgranate, das habe ich ganz vergessen. Ja, nee, da müssen wir Calvin auf jeden Fall jetzt mal sagen. Ah, der ist auch schon. Calvin. Hol mal hier Fische. Und lass sie mal fallen, okay? Einverstanden? Ja? Sehr cool. So. Dann machen wir mal hier weiter. Ja, kann die erstmal dahin packen und dann packe ich sie bei uns aufs Trockengestell. Wäre aber natürlich geil, wenn er sich später selbst darum kümmern würde, ne? Also wir müssen irgendwie gucken, dass wir ihn vielleicht im Winter hier rauflocken oder so, wenn es nicht von alleine geht. Also da müssen wir uns echt noch einen Plan überlegen. Holen wir mal die nächsten und gucken mal, ob wir den dann irgendwie abreißen können, wenn er sich irgendwie von der Seite her so stabilisiert. So. Hoffentlich können wir den abreißen. Nee, können wir nicht. Den auch nicht. Den brauchen wir die ja auch eigentlich gar nicht. Sieht das so cool aus, wenn denn... Okay, was heißt cool? Es ist, glaube ich, unmöglich, ne? Also ich glaube, das... Ich glaube, das müssen wir da lassen. Sieht das denn gut aus? Ich glaube, das müssen wir leider hinnehmen, ne? Egal. Vielleicht gibt es ja später noch eine Möglichkeit. Da können wir ja gerne noch mal gucken. Aber als erstes, sammeln wir jetzt mal ein paar Fische ein, die hier liegen sollten. Ach da, Alter. Kevin, du sollst keine Pause machen. Und du sollst nicht für ihn hier Sport machen. So. Dann hängen wir die einmal. Hängen wir die hier einmal auf. Na. Sieht cool aus. Ja, ne? Ja, ich weiß, ich muss erstmal Luft holen. Völlig außer Atem. Oh, und ich habe ja so gut wie keine Ausdauer. Ey, wir müssen echt mal erholsam pennen. Ist der Fisch despawned? Nee, der Fisch ist nicht despawned. Ich bin nur zu blöd. Ja, ich glaube, den Fisch müssen wir uns gleich erstmal reinpfeifen, oder? Und ihnen danach Bescheid sagen, dass wir ja noch mehr Fisch brauchen. Weil das ja nur
Tropfen auf dem heißen Stein, würde ich sagen, ne? Ja, also so vor den Kamin will ich das nicht, oder wollen wir das denn vielleicht so machen? Das? Okay, muss ich denn? Dass wir hier einen, ich werde es euch zeigen. Ich hole jetzt nochmal ein paar, dann werde ich euch zeigen, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe. So eine spontane Idee, ne? Kann natürlich sein, dass es jetzt noch beschissener aussieht, aber... So. Die Ausdauer, die geht einem so auf den Sack, Alter. Hast du noch mehr aus meinem Garten? Danke. So, was hatte ich vor? Ich hatte so vor. Und so. Geht das gut? Ja? Guck mal, ihr gefällt's. Und dann da genauso wie hier und dann hier wieder so wie da. Dann sieht das... Ja, ich weiß nicht, ob das... Sieht das denn noch größer aus? Also... Wisst ihr, was ich meine? Hm. Wir gucken einfach mal. Weißt du was? Folg mir einfach mal, Junge. Ja? Nein? Hol mal Fische. Lagerfüllen steht nicht drauf. Shit. Baue die Konstruktion zu Ende, egal welche Konstruktion es ist. Ja? Und welche ist es? Ich glaube, die da hinten, ne? Ja, ich glaube, er baut jetzt die Fischreusen. Aber ist ja auch nicht verkehrt, oder? So. Ein paar Holzstämme haben wir ja noch. Ach, die Seilrutschknarre wäre so gut, ey. So, aber vielleicht könnt ihr euch das schon vorstellen. Also hier sozusagen soll die Außenseite des Hausbootes sein. Die soll auch bis hier aus Mauer bestehen, wie, ja, wie da auch. Allerdings hier beim Eingang nicht, aber der Rest soll noch zwei Baumstämme, also wirklich, ja, so weiter hoch, dass sowas wie eine, ja, sowas wie eine Reling ist. Dass man wirklich hier den Eingang hat, ne, und alles andere dahin, alles andere nicht. Ja, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das könnte da ganz geil aussehen, oder? Müssen wir halt nur gucken, wie sich das so mit dem Licht verhält. Weil ich möchte natürlich auch, dass es auch, ja, auch hell ist, ne? Und müssen wir einmal gucken. So. Ja, ich glaube, das sieht gut aus, so wie ich mir das gedacht hatte. Also ich glaube, wir kriegen das... Oh, wir müssen essen. Uiuiuiuiui. War ein Fisch haben wir ja noch. Den pfeifen wir uns nicht rein. Warte mal, ich habe eine Idee. Machen wir einmal so. Machen wir so. Und dann hauen wir jetzt den Fisch rauf. Und ich glaube, dann brauchen wir gar nicht alle drei essen. Ja, schneller bitte. Wir sterben gleich vor Hunger. Ja, ich glaube, der ist auch schon fertig. Sind alle fertig? Ja. So, mal gucken, das bringt, glaube ich, mehr, ne?
Ja. Weiß nicht, ob das mehr bringt. Also ich habe jetzt, glaube ich, keinen großen Unterschied gesehen. Oh, der ist schon ein kleines Stückchen weitergekommen. Komm rauf. Hol mal Fische und fallen lassen. Vielleicht können wir ihn ja Stück für Stück weiter rauflocken. Das wäre hammergeil. Aber so weit war er noch nie gekommen, ne? Ja, aber ich glaube, das sieht so geil aus. Wir holen mal noch ein paar Stämme. Ja, ich glaube, die Querbalken, die kriegen wir heute auf jeden Fall fertig. Mal gucken, was die Uhr sagt. Oh, schon über 30 Minuten. Ne, dann kriegen wir die, glaube ich, heute doch nicht fertig. Nein. Dann würde ich sagen, holen wir noch eine Ladung. Und dann wären wir, glaube ich, auch heute durch. Dann können wir auch schon speichern und uns nochmal hinpacken. Dann starten wir morgen. Ach, wir haben auch noch einen Stamm. Ja. Ist denn leider so. Ja, dann können wir, wie gesagt, schlafen und speichern. Und dann können wir morgen um 18 Uhr gleich in die neue Folge starten mit einem, ja, neuen Tag. So, genau, den wollte ich jetzt da stehen lassen. Nein, das. Ah. Genau. So, und dann will ich das halt, ja, wie hier so machen. Ich glaube, das könnte ganz geil aussehen. Ja. Ich würde sagen, ich speichere erstmal. Nee, ich schlafe erstmal, weil dann ist ja schön so gespeichert, dass wir am 9. Wie früh haben wir es denn eigentlich? Auch 4:30 Uhr. Ich Idiot, habe nicht so auf die Uhr geachtet. Egal. Ich speichere jetzt einmal. Und auch wenn es jetzt mitten in der Nacht ist, würde ich sagen, das war's für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr ja schön fleißig den Kanal abonniert und es auch mit euren Freunden teilt. Damit ja, die Community vielleicht ein kleines bisschen wächst und auch andere ja, in den Genuss von Sons of the Forest kommen. Naja, ich würde sagen, danke fürs Einschalten und wir sehen uns morgen wieder. 18 Uhr. Ciao.